Ich schau mich um, alles zerstörte Menschen, alles zerstörte Welten. Wie lang soll ich weiter kämpfen? Hat das ein Ende? Wo ist die lang ersehnte Wende? Wo die helfenden Hände? Ich verschwende hier meine Zeit, ohne lebendig zu sein. Es ist nicht einfach klarzukommen mit Gedanken, und mir ist bewusst, dass es Schlimmeres gibt, und ich hab keinen Grund. Doch es so zu sehen ist auch verkehrt, es ist immer relativ. Es ist schwer, doch nicht ganz tiefgreifend, wie so manches hier. Langwierige Gier nach etwas Neuem, nach der Hoffnung im Himmel, hat sich entwickelt zu Egoismus und Gefühle verstümmeln. Alles verkümmert, und das Lachen, was vor langer Zeit noch hier das Herz bewachte, ist zerstampft am Boden. Hör, wie es schreit. Ich wär bereit, wenn es so sein soll. Atem tief gezogen, sag Bescheid, auch wenn wer weint. Ich bin eh verloren, hab mich noch nie gefunden gefühlt, geschweige denn geborgen. Leben hat mit mir gespielt, ich ging es ein und hab verloren. Ab heute gibt's kein Morgen, das ist der letzte Abend. So kann das gehen, wenn man verloren ist in nächtlicher Panik. Schrecklich, doch wahrlich, es ist nicht gelogen, außer dass es Hoffnung gibt. Ein letztes Amen, doch es ist gelogen, Hoffnung gibt es nicht. Ab heute gibt's kein Morgen, das ist der letzte Abend. So kann das gehen, wenn man verloren ist in nächtlicher Panik. Schrecklich, doch wahrlich, es ist nicht gelogen, außer dass es Hoffnung gibt. Ein letztes Amen, doch es ist gelogen, Hoffnung gibt es nicht. Und so packte sie das Messer, sie war entschlossen, wie jedes Mal, wenn mehr Blut als Tränen tropften. Verschlossen in ihrer selbst, niemand sollte ihr helfen, spürte nur Kälte. Niemand hatte die Wärme, nicht mal in der Ferne. Nein, dafür war schon zu viel Zeit vergangen, nicht mehr zu verhandeln, geschweige denn etwas an Land. Alles gefangen in den Meeren, alles schwamm ohne jeden Halt, denn sie brauchen Würde, um zu überleben. Schon drüber getreten, über die Grenze hin zum Abgrund. Jeder Schritt voran, keine Angst, denn sie war scheintot. Mein Gott, dein Gott, aber nicht ihrer, der war längst verstorben. Die Frage nach dem Glauben hatte ihr den Schädel zerbrochen, seelisch bestochen von den Zwängen der Aufmerksamkeit. Das ist suspekt, denn sie war nie für Hilfe bereit. Und dann frag ich mich, wo ist bitte der Verstand geblieben, wenn schon die Menschen das Leben zu wenig schätzen, um es zu lieben. Ab heute gibt's kein Morgen, das ist der letzte Abend. So kann das gehen, wenn man verloren ist in nächtlicher Panik. Schrecklich, doch wahrlich, es ist nicht gelogen, außer dass es Hoffnung gibt. Ein letztes Amen, doch es ist gelogen, Hoffnung gibt es nicht. Ab heute gibt's kein Morgen, das ist der letzte Abend. So kann das gehen, wenn man verloren ist in nächtlicher Panik. Schrecklich, doch wahrlich, es ist nicht gelogen, außer dass es Hoffnung gibt. Ein letztes Amen, doch es ist gelogen, Hoffnung gibt es nicht. Letzter Part setzt den Start hin zu einem Massengrab. Hass vernarrt ins Leben, was vorher war, und auch ins Leben danach. Kein Verrat wird geduldet, es ist im Kopf drin. Wird so lang drüber nachgedacht, bis man in einem Loch ist. Und ohne Hilfe ist zwecklos zu entkommen. Doch gibt es eine Lösung zur Rettung? Noch nicht. Und welches sind die Möglichkeiten, wenn's dein Kopf fickt? Dieses, jenes, etwas, das da ist und du verloren bist. Lang hab ich nachgedacht und auch mit viel geredet und hab gemerkt, dass eine zertrümmerte Seele sehr schwer zu flicken ist. Seelenklempner, meistens chancenlos, stehlend die Fenster und verdunkelt, atemlos. Versuch mich rein zu versetzen und bin sofort am Ende. Und wenn ich könnte, würde ich jeder Person ohne zu zucken helfen. Doch ich weiß, ich kann es nicht und sie wollen es nicht, sie wollen alleine. Und ich hoffe, irgendwann kommen sie wieder auf die Beine. Ab heute gibt es ein Morgen, das ist nicht der letzte Abend. So kann das gehen, wenn man im Kopf wieder klar wird. Du musst was tun, um deinen Kopf frei zu kriegen. Das ist der erste Schritt, sind es Familie, Freunde, Arbeit. Aufgeben gibt es nicht. Heute gibt es ein Morgen, das ist nicht der letzte Abend. So kann das gehen, wenn man im Kopf wieder klar wird. Du musst was tun, um deinen Kopf frei zu kriegen. Das ist der erste Schritt, sind es Familie, Freunde, Arbeit. Aufgeben gibt es nicht.